Jetzt verschwende ich hier die kostbare Sendezeit, um euch zu zeigen, wie ich mit einem Boot einen Überumweg fahre. Obwohl wir eigentlich im Prinzip einfach hätten die Brücke benutzen können, aber die Brücke ist ja noch gesperrt. Da wird ja noch dran gebaut. Da war schon wieder ein Stein, hätte ich mir schon einen Rumpf aufgerissen, wäre ich schon tot. Wie nah die Maria mir mittlerweile schon gekommen ist und diese Asuki, Akutsi, Jaco Schmatzi, willkommen in Staten Island, Jaco Futzi. So, und ich glaube, da vorne an dem Steg müssen wir auch anlegen. Also an dem Steg, nicht an dem Steak. Nicht zum Essen, sondern, ne? Steg. Ah ne, die Brücke ist ja kaputt. Die Brücke ist ja kaputt. Könnt ihr ja sehen, die ist ja... Da funktioniert ja nichts mehr mit der Brücke. Da kannst du ja machen, was du willst. Boote, die einfach so aus dem Nichts aufploppen. Und zack, wir haben es geschafft. Nach einem riesigen Umweg. There's a warehouse at the edge of Belleville that should suit your needs. Come back here to my condo when you're ready, and you and me can have a little chat. Ja, und dafür haben wir sogar auch noch Kohle gekriegt. Ich frag mich zwar von wem, aber naja, gut, okay. Neues Gebiet freigeschaltet. Zahlen Bestpreise für Neu- und Gebrauchtwagen. Bring sie zum Kran in Nordosten von Portland Harbor. Engineers have been working around the clock to get traffic flowing between Portland and Staunton Island once again. Aha, die Brücke ist jetzt auch wieder ganz. War gerade im Moment zwar noch kaputt, aber jetzt funktioniert sie wieder. Die sind hier echt sehr fix. Ja, wir haben uns jetzt erstmal die Kiste von einem Jacuzza geholt. Moment. Erstmal Waffen. Hier haben wir nämlich einen neuen Gunshop. Den werden wir jetzt auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ich glaube, da kriegen wir auch schon komplett neue Waffen. Ja, kriegen wir. Und wir kriegen auch endlich eine Panzerung. Das heißt, wir werden jetzt erstmal ein bisschen shoppen gehen. So, zack. Granaten haben wir auch mal eingesammelt. Panzerung. Und hier eine gute AK. Ganze werden wir jetzt nochmal machen. So, Panzerung können wir natürlich nicht nochmal aufsammeln. So. Ja, Mensch, ist ja gut. Ich fahre ja schon. So, weiter geht's. Zum Pay and Spray brauchen wir nicht, aber wir werden jetzt erstmal zu unserem Versteck fahren. Und da weiß ich sogar noch, wo das ist, ohne auf die Karte zu gucken. Kevich. So. Einmal zurück, bitte. Dankeschön. Obligatorischer Baseballschläger. Packen wir uns auch mal und dann fahren wir mal eben nach oben. Und speichern ab. Jawohl. Einmal abgespeichert. Sehr schön. Und schon sind wir in dem nächsten Gebiet. Wir können jetzt auch in das eine Gebiet wieder zurückfahren. Aber wie gesagt, da hassen uns alle. Also sollten wir das lieber nicht machen. Deswegen werden wir... Ich glaube, wir werden jetzt erstmal ein bisschen rumfahren. Ich werde euch mal ein bisschen was von dem zweiten Gebiet hier zeigen. Das Staunton oder Staunton Island oder irgendwie sowas heißt. So, da vorne ist eine große Baustelle. Die wird auch noch eine kleine Rolle spielen. Und zwar baut hier das kolumbianische Kartell, was mich gerade auch schon wieder beschießt. Also das Kartell hat hier auch genug zu sagen. Hat hier einen großen Einfluss. Jawoll. Den haben wir erstmal durch die Gegend geschossen. Alles klar. Hier ist das Stadion, wo es auch, glaube ich, ein Easter Egg drin gibt. Also man kann in das Stadion rein. Irgendwie kann man sich da rumglitschen oder so. Das hatte ich früher
mal oft versucht und auch schon einmal geschafft. Und da war nochmal Panzerung, das ist auch sehr gut zu wissen. Und zwar kann man jetzt halt hier hochfahren. Und hier ist auch erstmal ein verstecktes Päckchen. Und man konnte sich halt irgendwie da hochglitschen, dass man da drüber gekommen ist. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie das ging. Und ja, deswegen, ne, ist halt so. Gut. Fahren wir einfach mal weiter. Hier ist, jetzt sind wir auf der anderen Seite von unserem Versteck. Kommt gleich auf der linken Seite, kommt der Park. Wenn man jetzt hier runterfährt, kann ich euch ja zeigen, hier links ist der Park. So, und wenn man jetzt hier runterfährt, dann ist man halt unter der Brücke und kann hier lang wieder zum Stadion fahren. So, das wollte ich euch aber gar nicht zeigen. Ich wollte euch nämlich noch was anderes zeigen, weil es gibt natürlich für Leute, die GTA 3 noch nicht kennen, es gibt drei Gebiete. Wir sind jetzt hier im zweiten schon, was auch sehr schnell ging. Muss ich ja mal sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit vorankomme und so schnell vorankomme. So, wir können jetzt hier lang fahren. So, und dann kommen wir auch hier ins Amüsierviertel. Sprich mit Kinos, Casinos, Restaurants und all so ein Kram. Fahre ich jetzt gleich auch nochmal durch. Ja, und hier geht's halt. Oh, der Wagen brennt. So, und hier geht's halt zum dritten Gebiet. Aber ist im Moment Warning, close to traffic. Weil da so eine Brücke ist, die runterfährt und die funktioniert nicht und die muss erst repariert werden. Und ach, ihr kennt das ja alles. So, der alten klauen wir mal kurz das Auto. So. Zack, bumm. So. Wenn wir der Straße weiter folgen, da hinten ist die Brücke, die ist halt wieder repariert. Ja, und hier hinten ist dann halt noch das Amüsierviertel. Also nichts wirklich Erwähnenswertes. Hier kann man reinfahren. Ein Internetcafé. Ich glaube, da oben ist auch ein verstecktes Päckchen. Nee, aber eine Pille. Ah, stimmt, hier war nur die Pille. Okay, alles klar. Mit der Pille wird man halt irgendwie langsamer, dann ist alles in Zeitlupe. Habe ich nie verstanden in dem Spiel. Na gut, okay. Damit habe ich euch jetzt ein bisschen was gezeigt. Abgespeichert haben wir auch. Und ich rede schon wieder zu viel. Mit trockenen Mund. Aber wir werden jetzt mal zu Azuka oder Akusa oder wie die heißt. Und werden uns unsere Mission abholen. Ha, der Wagen ist noch ganz. Dafür kriege ich sogar $72. So, stylisch eingepackt und dann werden wir uns mal die nächste Mission holen. Sayonara Salvatore. Wir haben certain issues to clear up before we continue any form of relationship, business or otherwise. Let's lay our cards on the table. I am Yakuza, and I know you worked for Salvatore Leone's family. I can give you work with our organization, but first you must prove to me that your ties with the Mafia are truly broken. Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about 3 hours' time. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. Oh, Azuka, you've got a massager. That's not a massager. Oh ja, die beiden haben da ihren Spaß mit irgendwelchen Massagestäben und ich muss jetzt begib dich in Rotlichtbezirk und warte, bis Salvatore den Club verlässt. Salvatore wird Luigis Club um ca. 10.30 Uhr verlassen. So. Das heißt, wir müssen ein bisschen Ja spielen. Natürlich angesichts des Fahrzeugs, welches wir hier fahren, könnte es schwierig werden. Das war der falsche Radiosender. Aber wir versuchen es trotzdem. So, Waffen haben wir auf jeden Fall genug. Meine Katze springt gerade den... Ey, das glaube ich jetzt nicht. Ja, Opa, da guckst du, ne? So, einmal bitte stehen bleiben. Ich habe nicht mehr viel Zeit, um Salvatore zu töten. Rammt mich da einfach dieser Kack-Müllwagen oder was das war? Ich
zu meiner Katze sagen wollte, die ist gerade auf meinen Stuhl gesprungen.